So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Ja, ganz kurz mal meinen Transferstapel hier. Ich habe wieder 30.000 Münzen, habe wieder ein bisschen Sachen verkauft hier. Die Verträge kann ich nur empfehlen zu verkaufen. Du kriegst, also was heißt du? Man kriegt da einfach so viel Geld für. Das ist echt krass. Ihr habt vorhin ein paar Packs gezogen für echt Geld. Und es hat sich gelohnt, wie man gerade sieht an den Münzen. Das ist das ganze Zeug, was ich hier nur in den Münzen verkauft habe. So, aber jetzt ganz kurz. Ich stelle jetzt einfach nochmal alles so rein, wie es war. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Genau, wir werden gleich wieder ein Online-Season-Spiel machen. Ganz simpel. Bla, bla. Oh, das war's immer noch nicht. Jawohl. So, der Leer. Hat sich, glaube ich, nichts an meiner Mannschaft verändert. Müssen wir mal gucken. Nö, ist immer noch die gleiche, glaube ich. Keine Ahnung. Online-Saison, wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen gespielt offline. Also, was heißt offline? Online natürlich, aber natürlich nicht aufgenommen. Ich nehme ja nicht jedes Spiel auf. Ja, spielbereit, dann spielen wir doch mal. Müsste auch frisch aufgepimpt sein. Ich bin mit dem, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Der zentralen Mittelfeldspieler da, nicht zufrieden mit dem 82er. Da müsste ich halt wirklich mal viel sparen und mir halt mal den Iniesta holen. Ich weiß nicht, vielleicht von einem Pack-Opening, was vielleicht irgendwann mal wiederkommt. Das ist doof. Nein. Genau. Werde ich auf jeden Fall wieder machen, natürlich. Aber ich will ja nicht einfach so ein Pack-Opening machen. Ich will natürlich schon gucken, dass da ein guter Spieler dabei ist. Wäre natürlich geil, wenn da jetzt ein spanischer Mittelfeldspieler kommen würde. Also jetzt nicht rechter Flügel. Einfach mal ein Mittelfeldspieler. Ne? Irgendwie Iniesta oder Xavi oder sowas. Was hat der denn für ein Team? Okay, das ist noch ein ehrlicher Anfänger. Oder der hat sich so... Aber er fängt schon an mit so Pace-Moves. Geil. Yeah. Wie? Hammer awesome. Und wenn man das Rauschen gerade hört, das ist mein super leiser Laptop. Jetzt will man auch den Sieg. Zack, zack. Bam, Skill. Das hat's voll gebracht, fast. Ach, Scheiße. Mit dem Pedro kann man auch ganz gut tricksen. Oh, was ein Pass! Bam! Nein! Dann brauchst du Torwart, das kann ich leider gar nicht sehen. Was hat der dann? Gomet? Ja, dann müsste es ja jetzt ein Eckballtor geben. Mit Ansage. Schade. Oh, Fallrückzieher. Schade, schade, schade. Der Puyol wird auch mal ganz schnell nach hinten gehen, bitte. Das vergesse ich immer, dass das nicht mehr so einfach ist wie in FIFA 13. Diese Rückpässe. Damn it. Bumm! Schade. Ja, okay, wäre er eh nicht angekommen. Schon? Jawohl, nice. Pedro. Ja, dann streck nicht nur die Hand, sondern lauf. Was? Laufbereitschaft 0. Gut, dass er hier so. Und bam! Nein, nein, nein! Nein! Scheiß Latte. Kacke. Ja, der köpft ihn auf die Scheiße. Scheiße, dann gehe ich mal auf Offensiv. Weil, ganz ehrlich, den werde ich ja wohl besiegen. Und ich vertraue meinem Torwart mal so weit, dass er den so ein paar Bronze-Juckel da hält. Ich muss nur vor seinem einen Stürmer aufpassen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Die Möglichkeit! Ich glaube, ein bisschen gezogen durch den Pressmüll, ne? Und boah, was ein Schuss, Junge! Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden. So. Kein kurzer Pass, sondern ein
langen Abschluss. Nicht lang, nur halblang. Soldado. Das Etihad Stadium in Manchester ist die Heimatbasis des englischen Fußballvereins Manchester City. Scheiße. Am 8. Juli 2011 gaben die Citizens bekannt, dass man mit der Etihad Airways einen 10-jährigen Sponsorenvertrag über das Namensrecht abgeschlossen hat. Also, Stadionname Etihad Stadium. Umgangssprachlich wird es Coms, Eastlands, The Blue Camp oder Sports City. Nein, ich dachte... Ah, Müll! Ah, erstes Spiel, Leute. Und sie verlieren deswegen den Ball auf der Flügel. Erstes Spiel heute natürlich, deswegen keiner der Kollegen kriegen. Erstes Spiel ist immer ein bisschen rotzig. Immer. Wer selber FIFA spielt, wird das wissen. So, jetzt kommt so eine richtig geile Flanke auf meinen Soldado. Und der... Schieß! LOL! Nicht im Ernst. Fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Das war böse. So, da schickt er den natürlich, war ja klar, aber man kommt nicht ran. Der ist nicht da. Mit Ansage. Scheiße, abseits. Ja, komm. Muss der Abseits sein, ja. Soldado. Nicht so gut drin. Der Zweikampf war gut. Zeig, was du kannst. Achtung! Zeig, was du kannst. Schieß! Nice. Nice. Balleroberung im Mittelfeld. Boah, stark. Bockstark. Und setzt sich noch durch. Ja. So läuft es. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Pedro. Boah, Pedro Tricks. LOL, was? Scheiße. Ja. Ja, ich spiel grad scheiße, ich weiß. Nice, das war ja richtig gut von dir. Und lauf, Soldado, lauf! Soldado. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Boah, ich habe letztens auch, leider nicht aufgenommen, so ein richtig geiles Tor mit... Was denn? Ich glaube, es war Raul Albiol. So ein richtig geiles Tor mit einem Außenriss hinten im Winkel. Also ich werde auch versuchen, das mal öfters mit meinen Spielern Fernschüsse zu machen, weil das können die echt ziemlich geil. Gerade so der Fabregas oder so. Das können die eigentlich. Flanke, Seitenwechsel, und langer Pass nach oben. So eröffnet man das Spiel. Ach, das ist doch scheiße. Ja, der nimmt den natürlich direkt so an. Das ist doch logisch. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Hier, die Alba, komm, du bist ein... Boah, was war das? Ja, genau. Das war wohl ein bisschen scheiße. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ja, da kommt er durch natürlich. Ja, genau. Sind verkackte Pfostentor. Nein. Dieses Gegentor bedeutet, dass sie zurzeit nicht aufgestiegen sind. Denn dazu brauchen oh Mann, sie nein. Scheiße. Ja, ist gut. War ein Lackertor. Boah, scheiße. Ja, mein Gott. So, jetzt können wir unseren Treffer nochmal betrachten. Diesmal oh Mann. Was ein Lackertor. Da ist so ein Lappenschuss. Ne? So, jetzt zeigt mir mein Pedro. Wie geil einfach mal durchstürmen kann. So macht man das nämlich. Und die Situation nice, ist Pedro. Ja. Ja, schon wieder so ein Lack. Also, ich bin echt nicht so der Spieler. Wäre ich gerne, bin ich leider nicht. Der Soldado geht schön mit nach hinten. Und geiler Pass. Nein. Ein bisschen weiter und der wäre richtig geil angekommen. Nein, wechseln wir doch nicht den Spieler. Das sah ja regelrecht albern aus, wie er versucht hat, diesen Ball zu treffen. Das hat ein bisschen mehr vom Balletttänzer, wie er da lang getrippelt ist. Also so kann ja, das natürlich klar nichts werden. Pedro, sauber geklärt. Also erstes Spiel verliert man zwar meistens, aber nicht gegen so einen Lappenverein eigentlich. Das kann doch nicht sein, Junge. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät.
den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Lauf, lauf, richtig geiler Pass einfach nur. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Gucke. Geile Flanke. Und? Warum wechselt er mir den Spieler? Der Spieler ist genau zur Scheiße. Stelle bei dieser Flanke. Nicht Spieler wechseln, Spieler wechseln. Seien sehr scheiße. Und mein Torwart ballert den natürlich weg. Natürlich. War jetzt eben der geile Pass hier. Ja, kann ich einfach genau dann abwenden. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Okay, aber das. Komm, das krieg ich hin. Das wär's gewesen. Aber also, ich denke mal, ich werde deutlich überlegen. Ja, Alter, ich werde ja, deutlich überlegen. Manni, da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Scheiße. Der Unterhaltung. Spieler sind da, die Assistenten sind da. Es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an. Der zweite Durchgang läuft. Nein! Und ja, lauf, lauf und schieß! Bam! Ja, und mein neuer Jubel! Alter, wie geil einfach nur. So, das will ich jetzt sehen, das will ich jetzt sehen, das will ich jetzt sehen. So ist das im Fußball. Geiler Haken und einfach bam! Aber eben ja, Soldado halt, ne? Ich denke auch nicht, dass das ein guter Torwart ist, Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Ja, optimal. Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit. Nein! Oh, lauf doch weiter. Scheiße. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Den hole ich mir, den hole ich mir. Komm schon, komm schon. Nein! Nein! Was für ein cleverer Pass. Meinst du im Ernst, ich würde das nicht machen? Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Oh Mann, komm schon. Nein! Jawohl, gerettet. Soll ich erwarten von Koke, dass der da oben mal ein bisschen läuft? Pedro. Es war genau nicht so, schade. Ja, halt so fest. Nicht verlieren. Ja, gut. Also. So ist der Abseits. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Habe ich auch deutlich als Abseits. Da zum Beispiel. Da? Mal da. Bam. Oh, warum läuft denn der zurück? Scheiße. Mann, ich komme nicht richtig zurecht hier. Genau, wie ihr schon gehört habt. Also würde ich jetzt unentschieden spielen. Hätte ich jetzt den Aufstieg geschafft. Aber ich spiele natürlich auf Titel. Und immer aus. Natürlich spielen wir auf Titel. Fabregas. Ich meine, 9. Liga, da ist sowas noch machbar, denke ich. Er attackiert ihn, er will den Ball. Der Ball ist frei. Nein! Überhaupt nicht kindlich. Und lauf! Nice, 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 nein! Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Achso. Ja, okay. So sieht. Ah, damit. Scheiße, der ist lang verdammt schnell einfach. Übelst, also. Potenzial der Gegner im Gegensatz zu mir. Vor allem spielt er mit so einer Kackmannschaft. Muss man einfach mal dazu sagen. Und jetzt haben sie die Chance! Ja. LOL! Ja, genau! Das war wieder mal die geile FIFA-Engine einfach nur. Boah, wie sind wir? Weißt du, ich bin am Ball und der scheiß PC wechselt mir da einfach mal die Spieler. Weißt du, den kann ich locker weggucken. Überragender Flugkopfball. Klasse. Ja, das fliegt er wieder, so wirkt es zumindest. Höher als alle anderen ein Superkopf. So, komm, Pedro. Soldado. Kacke ist, jetzt gib mir den Ball. Ist doch scheiße. Ja, was ein Pass. Was ein Pass. Und Fabregas. Nein! Alter, was ist das? Können die da was draus machen? So.
Piqué, Kopfballtor. Komm schon. Oder Puyol. Na, Puyol hat noch nie ein Kopfballtor. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Nein, er hat sich fast durchgetrickst. Schade. Das heißt getrickst. Er hat nicht getrickst. Wie bewertet der Unparteiisch? Ja, ganz klar, war faul. Habe ich auch so gesehen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ja, Puyol, der Flankengeber. Puyol, der Flankengott. Bam. Boah, nein. Aber der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Oh Mann. Komm, der kann doch mal reingehen. Immer nur schießen nutzt auch nichts. Das sehen wir hier in der Schussstatistik. Ja, ja, ganz deutlich. Also, ach, wenn komm du jetzt, deine Alter. Chancen ich finde es so ein bisschen behindert, dass du nicht so einen Übergang hast, dass du am Anfang einen Spieler kriegst, irgendwie mit der PC-Steuer oder so. Weil sonst läufst du halt immer in die falsche Richtung. Fabregas. Jawohl, never. Abgefangen. Never. Ach, scheiße. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Müll kippen, Mann. Ich spiele ein bisschen auf Zeit und spiele den Ball direkt. War es ein Pass? Ja, komm, weg, weg. Und Einwurf gibt's. Lieber knapp Einwurf. Am Eckball vorbei, sozusagen. Was zum Teufel? Nice, stark. Das ja. Das ist ja super. So möchte ich meine Spieler machen. Dann wäre der Aufstieg gesichert. Solche genialen... Ja, sie könnten sich sogar noch ein Gegentor fangen und wären trotzdem durch. Juan Fran. Okay, nice. Was ein Pass schon wieder, ne? Nein, nur die Flanke. Scheiße. Muss auch mal angewöhnen, mit dem rechten Stickspieler zu wechseln. Beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Meistens. Klar, war so klar. Trainer ist sauer. So, jetzt will ich den Ball schnell. Konzentration bei komm schon. Spiel. Den Ball. Puyol. Boah. Junge. Pedro. Nicht zu dem. Wozu drückt man eigentlich so übelst lang, so richtig übel lang auf den... Ja, sicher! Ach, scheiße. Noch ein Gegentor. Und der Aufstieg scheint zunächst weit entfernt. Nein. Sie nämlich mindestens... Was Müll war das denn schon wieder? Und da ist... Ich will zu ihm jetzt wieder! Scheiße. Das kann ich nicht. Nee, also das ist seine Torhüterleistung, die eigentlich keine das ist. Das lässt dann so wieder über Torwart. Ne? Ich wenn das so weitergeht, dann kann das... Da kann der Torwart auch viel, da kann ich viel was finden. Der Torwart. Ach komm, lass mich doch... Ohne Witz, was ist denn das für ein Spieler? Das ist ja sowas. Bam, jetzt schick ihn. Jo, bei ihm springt er nicht drüber. Nein, der hat den Insta mit so einem Bronze-Spieler. Und ich mit meinem Puyol? Ich spring drüber. Gib auf, komm. Will er mich jetzt zermürben oder was? Oh Mann, hoffentlich wechselt er nur und will nicht irgendeine Scheiße bauen. Komm jetzt. Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Er kann es. Jo. Spaß. Können Sie die Flanke verwehren? Und bam, war sein Kopfballtor. Jetzt den Ball holen. Jetzt den Ball holen. Ball holen. Schnell, 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 schnell. Komm. Es ist noch nicht vorbei. Nee, das es ist eigentlich schon vorbei, aber komm. Like, like Dortmund, was ist denn aber ja, jetzt macht er Zeit, Spiel. Der coole. Das ist eh das Erbärmlichste. Zeit spielen. Tja, es gibt Reaktionen. Nein! Auf den Tribünen. Dummer Spaß, Digga. Alles offensiv, alles offensiv. Komm schon. Und smash den Ball vor, smash den Ball vor. Einfach nur nach vorne. Ja, genau, der spielt dieses rüber. Signal ist eindeutig. Es ist der Scheiße. 6,3 hat mein Torwart.
echt ein Witz, dass ich mit der Mannschaft solche Bugs hat, ne? Naja, okay, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Schaltet auch im nächsten Video ein. Schaltet auch im nächsten Video wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA Ultimate Team. Bau! Bis, tschüss, Leute.